Einen schönen guten Tag, liebe überlegene Minderheit. Ich bin der Frankster und ich bin jungfräulich. Zumindest was Bienen- und Wespenstiche angeht. Ich habe mir das jetzt mal überlegt und ich kann mich an keinen Fall erinnern. Gut, vielleicht in frühester Kindheit und meine Mutter hat es mir nie erzählt oder ich habe diese Erinnerung verdrängt. Aber meines Erachtens wurde ich noch nie von einer Biene oder von einer Wespe gestochen. Woran das liegt, keine Ahnung. Ich mache eigentlich auch zumindest dem, was einem so beigebracht wird, wie man sich verhält, gerade in Anführungsstrichen gefährlicheren Insekten gegenüber, seien es Wespen, seien es Bienen. Man soll ja nicht, wie ich eben bei dieser Schnake, nervös rumfuchteln und um sich schlagen, aber da ich ja ein kleiner hysterischer Mann bin, der auch Angst hat vor allem, was krabbelt und kriecht, mache ich das natürlich und bisher bin ich damit eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen. Es mag sein, wie eingangs schon erwähnt, jetzt, wo ich dieses Thema quasi ausspreche, dass ich diesen Sommer wahrscheinlich gewaltige Bienenstiche en masse bekommen werde, aber bisher hatte ich Glück. Wenn ich ehrlich bin, ich wüsste auch gar nicht, was ich tun sollte, wenn mich jetzt eine Biene sticht. Also ich weiß von den Erzählungen nach, die Biene stirbt, weil sie verliert den Stachel und der Stachel steckt dann in der Haut, das wird dick und wir alle haben sicherlich die Bilder vor uns, wie der Vater am Bienenstich von der kleinen Tochter rumnuckelt, weil er den Stachel raussaugen möchte, was ich schon damals in alten Kinderfilmen, Serien, Erzählungen etc. ziemlich eklig fand. Ich weiß nicht, ob ich, wenn mich eine Biene stechen würde, ob ich dann direkt dran rumnuckeln würde und versuchen würde, den Stachel rauszukriegen oder ob ich nicht lieber in die Apotheke gehe und da einen Schwächeanfall kriege, Totumfall und vorher aber noch mindestens 5 Minuten rummimosere, wie schlecht es mir geht und da ich wahrscheinlich sterben werde. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, bisher hatte ich Glück und ich hoffe, das bleibt auch so. Wäre mal ganz interessant, um ein bisschen hier interaktive Kommunikativität zu fördern, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wurdet ihr schon mal gestochen, Biene, Wespe und was habt ihr danach getan? Seid ihr tot umgefallen? Seid ihr wieder von den Toten wieder auferstanden? Seid ihr vielleicht auf YouTube gegangen und habt geschaut, gibt es ein Video, was tue ich bei Bienen- oder Wespenstich? Sollte ich vielleicht mal tun, weil es gibt wirklich zu jedem Scheiß-Thema ein YouTube-Video. Ja, ich glaube, das mache ich als nächstes. Euch danke ich an dieser Stelle fürs Einschalten. Das war wieder sehr ergiebig. Weder für mich noch für euch, aber für irgendjemanden sicherlich. Und bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ist es gelogen, wenn man sagt, man wurde noch nie mit einem Bienenstich konfrontiert, aber der Bauch das Gegenteil behauptet? Bienenstich-Torte.